Kümmern Zell? Ich werde aus eurem Körper und Willen brechen müssen. Lord Rabenkrone hat mir diesen Posten zugeteilt. Ich werde nicht vor euch Dämonen weichen! Mut und Ehre. Gute Reise. Dient immer treu, mein Freund. Meine Klinge ist bereit. Ich habe alles geopfert. Ich werde dem Gefangenen hier in seinen letzten Momenten beistehen. Geht vor und sucht Maya. Mein Leben dient einzig dem und mein Blut. Es brennt die Teufelsmacht. Ich kann sie nicht beherrschen. Die Dämonen kontrollieren die Rabenwehr. Ihr müsst sie stoppen. Fürst Illidan kennt den Weg. Die brennende Legion hat fallen. Meine Rüstung und Glewe mitgebracht. Ich danke euch. An diesem Ort hätte ich keine Rettung erwartet. Wo ist mein Bruder? Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Kleiner Bruder, ihr kommt wegen mir, obwohl ich versucht habe, euch zu töten. Das spielt keine Rolle. Ich habe gehört, was im Verlies der Wächterinnen vorgefallen ist. Als wäre mein Haar nicht schon grau genug. Warum habt ihr Gul'dan allein verfolgt? Nun sei Dank, dass wir noch leben. Ganz genau, Bruder. Wir haben größere Sorgen. Befehle ich den wir sterben lassen. Wir müssen die Rüstung von allen Invasoren säubern. Doch ihr werdet von meiner Hand fallen. Ihr habt euch schon immer überschätzt. Ein weiterer sinnloser Tod, wenn ihr drauf besteht. Ihr wagt es, einen Adligen der Kaldolei anzugreifen.
Ihr werdet vergeblich um Gnade bitten! Nie gehört ihr nie zu meinen starken Sternen. Solltet ihr inzwischen wissen. Dieser Bastard befehligt die Wachen hier. Er muss für seine Verbrechen bezahlen. Streitbar wird das Land von allen Invasoren säumen. Doch ihr werdet von meiner Hand fallen. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Was habt ihr zu berichten? Das glaube ich nicht. Lord Rabenkrone kann nicht für Gul'dan arbeiten. Wir brauchen es zurück. Er ist meine Angelegenheit. Wir müssen uns durch den Turm kämpfen. Das wird nicht einfach. Champion, kehrt vorerst zu euren anderen Aufgaben zurück. Wir werden Lord Rabenkrone schon bald entgegentreten. Schönen Tag noch.
ganz Ohr. Geht in Frieden. Diese erbärmliche Welt untergehen! Zittert vor der Macht der brennenden Versuche, belustig mich!
Ich träume und die Welt erbebt. Ich habe hier bereits zu viel Zeit vergeudet. Es reicht! Der Verlust von Cenarius raubt Malfurion jede Vernunft. Eilt zum Weltenbaum. Womöglich ist er auf dem Weg dorthin zu jedem unbedachten Risiko bereit. Unterdessen werden wir beide seiner Spur von hier folgen. Malfurion darf nicht fallen. Zeit verstreicht, doch der Traum währt ewig. Malfurion ist von Zorn geblendet. Eine lange, düstere Vergangenheit verbindet ihn mit Xavius. Selbst er kann sich Xavius nicht allein stellen. Wir müssen ihn finden. Die Zeit drängt. Die Lüfte rufen nach mir. Lasst euch von meiner Macht durchströmen. Xavius ist nun der Meister dieses Waldes. Betretet ihn und ihr gebt euch dem Albtraum hin. Nichts kann Xavius' Macht standhalten. Mein Leben für Xavius. Überwuchert diesen Wald! Ich werde den Albtraum auf jeden Berg und in jedes Tal tragen. Mein Leben für Xavius bringt mich zu Fall und ich erwachse von Neuem. Nichts kann Xavius' Macht standhalten. Mein Leben für Xavius. Mein Leben für Xavius.
erhebt euch. Wachst, überwuchert diesen Wald. Düsterholz hat sich in eine nahe Höhle geflüchtet. Folgt ihm und setzt dem ein Ende. Gegen Xavius Macht anzukommen.
Sie sind umzingelt. Wir vergeuden Zeit. Verderben alles, was sie berühren. Worauf warten wir? Ishnu Allah. Ishnu Allah. Kleine Stücke! Ich reiße euch in kleine Stücke! Bleiben!
Malfurion, er leidet. Kämpf weiter, mein Geliebter. Seine Position ist immer noch unklar, doch er lebt. Wir müssen tiefer in den Albtraum vordringen. Wo immer er ist, die Gefahr ist nicht weit. Sie verderben alles, was sie berühren. Trefft mich an der Zuflucht, dann werden wir unsere Suche fortsetzen. Sie sind umzingelt. Worauf warten wir? Seid gegrüßt. Was führt euch hierher? Federn und Blut. Es ist noch feucht. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Die Verderbnis wuchert hier unerbittlich. Was ist das auf der anderen Seite der Brücke? Seid wachsam. Elotir? Bei Elun nicht auch ihr. Habt ihr meinen Mann gesehen? Sie verderben alles, was sie berühren. Die Bäume flüstern seinen Namen. Ihr müsst mir helfen, ihn zu finden. Doch kann ich ihre irgendetwas Worte tun? Sind für mich nur, ich fürchte nicht. Aber ich rufe Elun um Hilfe an. Der Makel des Albtraums kann nicht entfernt werden. Doch wir können ihn aufhalten. Lange genug. Um ihn zu finden. Oh, der Wald spricht. Ich kann ihn beinahe verstehen. Überschreitet nicht die Schwelle des Wahnsinns, Elotir. Mutter Mond wird euch beschützen, solange es geht. Zu widersetzen. Werde Zeuge meiner Macht!
Wir vergeuden Zeit. Thank you.
Worauf warten wir? Wir vergeuden Zeit.
Meine Liebe, ich bin hier. Komm zu mir. Wo bist du, Tyrande? Ich brauche dich! Schnell! Ich kann nicht mehr kämpfen! Lasst mich sofort zu ihr! Tyrande!
Sie sind umzingelt. Isera? Nein! Sie verderben alles, was sie berühren. Kommt mit mir. Isera wird nicht Halt machen, bis diese ganze Welt im Albtraum versinkt. Xavius, nutzt mal Furion, um meine Aufmerksamkeit von unserer Aufgabe zu lenken. Wir sind die Einzigen, die Isera aufhalten können. Oh, Malfurion, mein Geliebter. Hunderte um Hunderte von Jahren schliefst du unter der Mondlichtung. Wann immer ich Zweifel hatte, stieg ich in seine Traumhöhle hinab und wachte über seinen Schlaf. Selbst schlafend war seine Präsenz tröstend. Ich ließ meine Ängste unter Tage zurück und stieg hinauf, bereit, mein Volk anzuführen. Als Malfurion wieder an meiner Seite stand, waren wir eins. Als ob er nie fort war. Habt ihr je so geliebt wie ich? Xavius hat mich in der Hand. Er zwingt mich, meinen Geliebten im Stich zu lassen und die anmutigste Kreatur zu unterwerfen, die ich je sah. Ishnuala, Wanderer. Elun erleuchte euren Weg. Die Göttin ist mein Schild.
Ich folge der Stimme von Elune.